Süßchen, wenn du Karl klickst, kommst du in den Talentbaum. Ich habe ja alles das, was ich will, schon hier unten drin. Das reicht mir vollkommen aus. Warte mal, das ist Fisch. Hä? Nee, hä? Warte, stopp mal. Hä? Was ist, hä? Was ist das? Okay. Schlachtfeldkommando, Stufe 51, passiv. Wachsamer Stoß, Stufe 60, sofort. Bla bla bla. Wieso sieht Meister Garaut aus wie dein Skin? Warte mal ganz kurz. Das da müsste. Nee, das ist nicht das. Hä? Was ist denn das alles? Wenn du Angriff hast, verringert sich die aktive Abklingzeit der Machtpunkte um eine Sekunde. Dieser Effekt kann nur einmal alle 1,5 Sekunden auftreten. Macht Plasma Brandzeichen, Überkopf, wie Wirbelklinge auf, bla bla bla. Klingensturm 50% hält 15 Sekunden lang an, bis zweimal stapelbar. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Oh, Design. Das ist ja meine Ausrüstung. Ah, okay. Gegenstandswert 275, Konfiguration 1. Gefährten brauch ich nicht. Da muss ich mich mal reinfuchsen. Weiter geht's. Komme ich an euch vorbei? Bestimmt. Scheiße! Keine Sorge. Habe ich das? Ja, habe ich, gut. Oh nö. Oh nö. Schleich mich da hinten lang. Oh, und das? Kaputt. Kaputt. Okay. Nein. Nein. Hör auf. Hör auf. Scheiße. Wieso ergibst du dich? Ich häng fest. Kira, hilf mir. Ihr seid anders als die meisten Jedi. Ich weiß, ich bin doof. Sch-
Schaffe ich das dahin? Nein, schaffe ich nicht. Scheiße. Schaffe ich das zu dem da? Nein, auch nicht. Mist. Ach komm, leck mich am Arsch. Ey, muss ich das jetzt ernsthaft machen? Warum ist Caps Lock bei mir an? Public. Chat. Ah, jetzt. Ich wollte jetzt gucken, wie der Chatbefehl ist. Und auf ein neues. Jetzt! Kaputt. Und kaputt. Kaputt. Kann ich hier? No, ich kann hier nicht gleiten. Dahin muss ich. Alter! Hörst du jetzt mal auf? Ich will dich nur umnieten. Jetzt rechts. Davon. Links oder rechts? Rechts. Hier spricht Vizekommandant Grevin. Eindringlinge haben die Storm Carrier geentert. Alle Nein, aber nicht. Maximale Alarmbereitschaft. Voll friedlich. Hör auf mich zu hauen. Kein Loot? Schade. Überladen die Reaktoren. Beschützt die Steuerterminals um jeden Preis. Nein, ihr beschützt nichts. Aber hier nicht. Hi. Alter. Wieder so ein Vollidiot. Hör doch auf, du stirbst das so oder so. Alter, mitten im Angriff, du alter Honk.
Million Credits für denjenigen, der die Eindringlinge findet. Und 10 Millionen für den, der sie tötet. Okay, die Million nehme ich. Ich bin hier. Scheiße. Wieder taufrisch. Du da? So, da gab's Loot. Nein. Ah, hier oben. Alarm! Alarm! Reaktoren 2, 5 und 8 nähern sich kritischer Masse. Kühlsystem der Stormcarrier wurde deaktiviert. Ich wusste, dass ihr skrupellos seid. Aber wollt ihr wirklich diesen Transporter und die gesamte Besatzung an Bord vernichten, nur um etwas zu beweisen? Wenn ich euch nicht erschießen müsste, würde ich euch einen Job anbieten. Das Angebot schmeichelt mir. Aber Jedi dienen dem Frieden und der Gerechtigkeit. Wir sind keine gierigen Söldner, die für Geld töten. Ihr habt eine seltsame Definition von Frieden und Gerechtigkeit. Für euren Tod zahlt uns das Kartell mehr Geld, als wir von der idiotischen Regierung dieses Planeten in einem ganzen Leben erhalten hätten. Maqueb kann unseretwegen brennen. Genau wie eure Republik. Isotop 5 wird alles ändern. Wenn die Hutten Maqueb ausgebeutet haben, wird ihnen die gesamte Galaxis gehören. Das Kartell zerstört Maqueb nur, um Isotop 5 abzubauen? Was macht diese Substanz so wertvoll? Das werde ich euch nicht verraten. Würde eh nichts nützen. Ihr habt mich heute ein Vermögen gekostet. Aber ich kann meine Ausgaben immer noch reinholen. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Hallo, kennst du den Mann? Ja. Und das für ein Feigling? Wo ist denn der hin? Was macht denn der da oben? Schiff verlassen. Wiederhole. Sofort das Schiff verlassen. Tschüss, Raumschiff! Ilosov dachte, ihr könntet vielleicht Hilfe gebrauchen. Durchhalten, ich komme rein! Danke.
Wow. Der wird verkauft. Wo muss ich hin? Ich muss da hoch. Bewohner von Makeb, eure Helden kehren zurück. Passt nur auf, Onkel Shalim wird als Präsident kandidieren, auf welchem Planeten wir auch landen werden. Dieser heroische Jedi hat uns zum Sieg gegen die verräterischen Hutten geführt. Jetzt sind wir frei und haben eine Ark, die uns in Sicherheit bringen wird. Ich weiß, dass ihr alle Angst habt. Und das nicht ohne Grund. Aber die Zeit der Furcht ist jetzt vorbei. Die Hutten haben nur Kontrolle über euch, wenn ihr euch geschlagen gebt und verzweifelt. Denkt an eure Nachbarn, eure Freunde und eure Familie. Sie geben euch Kraft. Durch Mitgefühl und Hoffnung werdet ihr überleben. Möge die Macht mit euch sein. Ich meine, was ich gesagt habe. Jedes Wort. Die Ark ist sicher und schon bald wird sie flugbereit sein. Wir haben uns einen kurzen Moment zum Feiern verdient. Besonders ihr. Vielleicht kann Lemda mir die Sehenswürdigkeiten zeigen. Das könnte unsere einzige Chance sein, etwas zu entspannen. Ich kann erst entspannen, wenn der Planet unter meinen Füßen nicht mehr auseinanderfällt. Aber danke für das Angebot. Wir haben wohl endlich die Aufmerksamkeit von Toboro dem Hutten. Wollt ihr uns gratulieren, alter Freund? Wenn wir euch dieses Schiff zurückgeben, Toboro, sterben wir alle, sobald Makebs Kern explodiert. Wir behalten es. Sagt uns Bescheid, wenn wir euch mitnehmen sollen. Danke, dass ihr uns sagt, wie man die Ark antreibt. Wir sind gleich bei euch. Ich habe den Ort erkannt, den dieser Droide angegriffen hat. Tarlam. Eine kleine Stadt ohne Verteidigung. Ich rufe eine Fähre, die euch dorthin bringen wird. Bitte, rettet meine Leute. Mir ist egal, wie groß Toboros Waffe ist. Ich habe noch nie eine Maschine gesehen, die einen Jedi besiegen konnte. Ich schicke ein Notsignal an die Republik. Wir brauchen dort unten einen Wissenschaftsexperten. Wenn Toboro uns die Wahrheit über Isotop 5 sagt, kommen wir immer noch nicht weg. Und dieser Hutte wird uns alle abschlachten. Fliegt schnell nach Tarlam und haltet diesen Droiden auf. Schlag gegen die Huttenerrungenschaft. Okay. Hier, guck mal. Melden Sie Ihre Beschwerden. Wo ist eigentlich wieder mein kleiner Scheißerl hin? Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. wo muss ich hin?
Natürlich das nächste unaufgedeckte Gebiet. Die Taxiplattformen sind geöffnet. So. Scheißerle, du hörst mir zum Kampf. Der hat dort ausgehalten hier. Da lang. Du, wo sind die schon wieder hin? Da ist er. Sollte sie aufhalten, größere Waffen finden. Wie sieht denn das denn aus? Geht komplett aber flöten, aber alles andere geht hoch und Schnelligkeitswert kriege ich ausrüsten. Da, wieder taufrisch. Und mein Scheiße, der ist schon wieder weg. Was ist nur mit der Galaxis geschehen? Hutten, die uns angreifen, Planeten, die auseinanderbrechen und jetzt auch noch dieses, was auch immer das war. Kann mir jemand sagen, was das war? Besser aus wie ein Droide, Bürgermeisterin. Und ich dachte schon, es wäre ein glänzender Wookie auf Stelzen, der Turbolaser als Kopfbedeckung trägt. Ein Droide, natürlich. Wer seid ihr überhaupt? Tief einatmen und entspannen. Ihr müsst nicht schreien. Wie bitte? Ich höre kaum noch was wegen des Klingelns in meinen Ohren. Ihr wisst schon, vom Geschrei und den Explosionen. Das sind die Verstärkungen, die Shalima Vesta uns versprochen hat. Sie sind hier, um zu helfen. Der Tafelberg stürzt ein. Und jetzt habe ich auch noch überall Verwundete. Und alle funktionierenden Fährenrampen liegen außerhalb der Stadt. Ihr könnt auf keinen Fall hierbleiben. Was ist nötig, um eure Leute sicher hier rauszubringen? Es ist keine Frage der Ressourcen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Niemand weiß, wann dieser Tafelberg einstürzt. Bürgermeisterin, wir erhalten etliche Notrufe. Die Hutten landen weitere Verstärkungen, Söldner und noch mehr von diesen Droiden. Klasse! Ich bin die einarmige Frau beim Droidenboxen. Sie besetzen die Fährenrampen. Wir können den Tafelberg erst verlassen, wenn jemand die Feinde vertrieben hat. Überlasst die Huttenstreitkräfte mir. Ich ebne euch den Weg. Macht euch bereit, eure Leute hier rauszuschaffen. Das Freiräumen der Rampen wird nicht reichen. Wir müssen verhindern, dass die Hutten weitere Verstärkungen schicken, bis wir hier weg sind. Wir könnten Energieschilde errichten, Bürgermeisterin, um die Rampen zu schützen, sodass man nur hinausfliegen kann. Solaire, ihr seid ja doch zu etwas zu gebrauchen. Wenn wir ein paar Energieschilde besorgen, könntet ihr sie dann an den Landerampen aufstellen? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Komplizierte Missionen sind meine Spezialität. Ich räume die Fährenrampen frei und stelle sicher, dass die Hutten sie nicht mehr nutzen können. Bringt die Verletzten her! Bereit machen für die Evakuierung! Wir verschwinden hier! Nehmt diese Energieschilde und aktiviert sie auf den Landerampen. Viel Glück.
Ja. Gott, mich müde, hör mal auf. Wie bitte? Ich werde saumüde auf einmal. Dabei habe ich literweise Koffein im Blut. Okay, 1, 2, 3, da muss ich hin. Wir gehen am äußersten, fangen wir an. Kann ich da hin gleiten? Jo. Na, natürlich verstehe. Ach komm, ey, willst du mich verarschen? Nö, mitten durch jetzt hier. Scheiß drauf. Au, weg mit euch. Nein, tschüss. Pfui, ich schmeck nicht. Mami! Ich schaff das bis da rein. Ich komm nicht da rein, weil ich im Kampf bin. Oh, leck mich am Arsch. Was machst du eigentlich gerade? Ich bin auf Trixion oder irgendwie sowas. Auf einem Planeten, wo der Imperator alle besessen hat. Spielst du in das Dings weiter? Was spielt die Förder? Was für eine Quest machst du gerade? Die lila Hauptquest weiter, dachte ich. Jo. Welche machst du denn? Machst du was anderes? Moment. Ich bin auf Zios, das ist die normale Standard lila Hauptquest. Die nach Ich habe mehrere lila Hauptquests. Ich habe insgesamt 4 Stück. Ja, die Hauptquest. Ich habe übrigens nur 3. Aufstieg des Imperators machst du. Da bin ich nicht. Ich bin auf Macap. Nee, das heißt nicht so. Das heißt Ziost. Z-I-O-S-T. Naja, und Auftakt, Aufstieg des Imperators. Achso, das habe ich wahrscheinlich dann schon, ja. Nee, ich bin auf Macap. Weil, wenn ich die mache, werden andere Sachen dann nicht mehr gewertet. Deswegen mache ich erstmal alle anderen, weil es stand ja auch da, wenn ich die mache, fallen andere Sachen weg. Die werden dann als erledigt gemacht. Wenn du die anklickst. Das stand bei mir nichts. Einfach nur angenommen, okay, ich muss dahin, fertig. Ja, na dann ist in 2 Wochen dann der Stream ohne dich. Wenn ich bis dahin hier fertig bin. Ja doch, du bist eh schon weiter als ich und ich will ja nicht hören, was du da drum hast. Lass mich nicht spoilern. Ich muss es ja nicht sagen. Ich höre aber die ganze Zeit dein Gequatsche hier. Ich habe in der letzten Zeit kein einziges ordentliches Wort ausgesprochen. Du hättest doch mal fragen können, was ich mache. Du hättest es auch sagen können, weil das ist nicht das, was wir normalerweise immer machen. Darum frage ich ja, oder bin ich ja nicht so verwundert. Sonst bist du immer so, wenn du weg warst und wiederkommst, dass du nachfragst, was ich gerade mache oder was, welche Quest ich gerade mache. In der letzten Zeit schon lange nicht mehr. Naja, weil ich muss eh mal alle 2 Wochen streamen. Ja, und weil wir halt immer in dieser einen
Story weitergemacht haben. Und die ist für mich hier halt weitergegangen. Ich hab noch, wie gesagt, noch mehrere Stories hier. Und ich sehe nicht ein, dass ich irgendwelche Stories nicht spiele, die aber jetzt erledigt bekomme. Nur weil ich dort weitermache. Das hab ich halt nicht mal gesehen, wo das stehen sollte. Ja, wenn du die annimmst, steht das direkt da. Hab ich schon überlesen. Das heißt ja jetzt im Grunde, wenn du dort weitermachst, bei dir fallen jetzt Hauptquests weg. Ne, ich hab die immer noch, ich kann die jederzeit machen. Bin jetzt gerade dabei, zurück zum Schiff zu kommen. Du musst die nicht mal angenommen haben. Die Hauptquests, die wegfallen, die musst du nicht mal angenommen haben, die sind jetzt einfach weg für dich. Nein, ich hab zum Beispiel Marke. Hab ich jetzt zum Beispiel noch. Beispiel Illum habe ich jetzt zum Beispiel. Ich rede jetzt von den Hauptquests, die, was da stand, die wegfallen, die dann als erledigt sind. Wenn du jetzt die habe ich dann nicht. Ja, die hast du dann nicht mehr. Aber die hatte ich schon vorher nicht. Woher ich weiß nicht mal, welche Hauptquests. Ich habe doch gerade gesagt, die musst du ja nicht mal angenommen haben. Du musst nicht mal mit irgendeinem Typchen gequatscht haben, der sie dir gibt. Die fallen jetzt einfach komplett weg. Auch das Quatschen mit den Quest-Tainies, die sie dir eigentlich geben. Mag sein, aber ich verstehe jetzt deinen Punkt nicht, oder es hat sich was geändert, weil unser ursprünglicher Plan war ja unsere jetzige Questreihe oder jetzigen Quests, die noch haben. Ich habe vier Hauptquests, Marco. Ja, genau, die durchzuspielen. Aber die habe ich auch noch. Aber ich dachte jetzt. Nein, es geht mir jetzt einfach nur darum, ja? Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Hauptquests noch. So. Angenommen, ich gehe jetzt bei der Republik auf die Flotte und quatsch dort mit ihm, der mir eine Hauptquest gibt. So. Ja. Es kann sein, dass du die aber nicht mehr hast, weil du ja mit diesem Zios schon angefangen hast. Weil das vielleicht eine Quest, so eine Hauptquestreihe ist, die wegfällt dann. Verstehst du jetzt, was ich meine? Von Gott auf verstehe ich das, ja. Ich glaub's aber nicht, dass das passiert. Woher willst du das wissen? Hast du mit jedem... Ist einfach nur mein... Nein, ist einfach nur mein Gefühl. Ich glaube, heißt nicht, dass ich es weiß. Ja, siehst du, also. Du hast auch nicht mit jedem Typ sie auf dem Raumschiff, auf der Flotte gequatscht. Nein, muss ich ja auch nicht. Solange ich nicht dazu aufgefordert werde. Also, ich quatsche mit den Leuten, wo ich sehe, da gibt's eine Liga-Quest. Das war meine Ursprungsfrage, ob der Plan sich geändert hat. Und scheinbar hat er das ja. Ne, ich mach Story-Quests weiter. Das sind alles Hauptquests bei mir und die mache ich auch weiter. Und ich sehe aber nicht ein, dass ich jetzt dort mache, wo mir dann andere Sachen wegfallen. Ne, von Grund auf wollte ich das auch gar nicht. Also da brauchst du mich jetzt auch nicht... Kannst du mich für hassen, ich hab's einfach nicht gelesen oder nicht gesehen. Aber mal was anderes, wir haben doch die ganze Zeit schon Hauptquests links liegen lassen. Schon hunderte Male. Das, auf jedem Planeten ist ja eine Hauptquest. Ist ja eine lila Questreihe, die wir links liegen lassen. Nee. Die habe ich alle gemacht auf jedem Planeten, wo wir waren. Nein. Doch. Seitdem wir den Imperator besiegt haben. Davor? Ja. Danach haben wir wirklich nur noch diese Hauptquest verfolgt und alle anderen Planeten lila Quests haben wir links liegen lassen. Und das haben wir nicht mal angenommen. Das waren alles Nebenquests. Wir haben gesagt, wir machen keine Nebenquests mehr. Es waren lila Planeten vom Strich. Es sind Nebenquests im Vergleich zum gesamten Jahr. Aber es waren lila Hauptquests. Darum verstehe ich deine lila Sache jetzt gerade. Ist ja auch egal, dann hat sich's halt geändert. Nur irgendwie.
Nö, du kannst dort jetzt weitermachen. Ja, nö. Ja, doch. Ich bin halt falsch gerannt. Hallo, kämpft meiner überhaupt? Ich krieg keine Machtpunkte. Da lang. Ach, natürlich. Da lang.
Hey, das hat Kira doch nie gesagt. Was? Friss mein Lichtschwert. Doch, das hat sie bei mir schon öfters gesagt. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Jedenfalls wüsste ich nicht, wann das sonst noch war. Keinen Schritt weiter. Danke. Ich glaube, dass nicht mal die Macht mich daran hindern kann, diesen Abzug zu betätigen. Versucht es erst gar nicht. Bitte, das nächste Beben könnte diesen Tafelberg zerstören und uns alle töten. Das sieht ja aus. Dann lasst uns die Verhandlungen kurz halten, okay? Wir haben diesen Leuten nichts getan. Ach, Thrawn. Die Isotop 5 Energiequelle des Ich hab Stärke, Strong. Nee. Verstanden. Captain Ballock. Oh, ja. Was weiß das Imperium über Isotop 5? Ihr missversteht meine Position. Ich weiß nicht, was das für eine Substanz ist. Und es interessiert mich auch nicht. Ich befolge einfach nur den Befehl, Proben zu bergen. Keine Zeit für Diskussionen. Gebt uns das Isotop 5 oder wir sind gezwungen, die Gefangenen zu töten. Das will sicher niemand. Mein Interesse gilt nur der Rettung dieser Leben. Verschwindet hier und es muss nicht zu Gewalttätigkeiten kommen. Ein Jedi, der dem Frieden verpflichtet ist. Wie erfrischend. Männer, nehmt euch, wofür wir gekommen sind. Ich dachte schon, dass wir so tot wären wie ein erschöpfter Reaktor. Danke, es war sicher nicht leicht, die Imperialen gehen zu lassen. Die Republik vergeudet keine Leben, nur um eine Auseinandersetzung zu gewinnen. Ich hatte meine Zweifel, als Shalim euch Makeps Loyalität versprochen hat. Aber nun habe ich keine Einwände mehr. Wir sollten hier verschwinden. Ich lasse Shalim wissen, dass er mit Verletzten rechnen soll. Bürgermeisterin, ich bin froh, dass sie noch lebt. Ich nehme an, dass alles unter Kontrolle ist? Dieser Tafelberg bricht unter unseren Füßen zusammen und wir haben hier Verletzte. Wir brauchen sofort eine Unterkunft für diese Leute. Wir stellen ein paar Sanitäter in einem Flüchtlingslager bereit, Bürgermeisterin. Bringt eure Leute dorthin. Ich habe ein neues Lager in der Nähe des Bauplatzes der Ark eingerichtet. Ihr habt die Koordinaten.
Wir treffen uns dort, um unseren nächsten Zug zu planen. Wir sind in Kürze da, Shalim. Habt ihr schon einen Plan? Die Republik hat uns einen erfahrenen Ingenieur geschickt, um sich die Baupläne der Ark anzusehen. Er hat ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Beeilt euch! Ja. Natürlich komme ich da nicht unten viel zu mich. Richtung. Nee, ich muss aber dahin. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Sogar überleben. Ah, ihr seid hier. Gute Neuigkeiten. Tarlams Flüchtlinge sind sicher evakuiert. Und es gibt keine neuen Berichte von Toboros Droiden. Ihr habt uns Zeit verschafft. Und die werden wir brauchen. Das ist Ghes Adar, einer der führenden Ingenieure der Republik. Und ein mutiger Mann, hier herunterzukommen. Ich hatte keine Gelegenheit, dem legendären Jedi zu danken, der Coruscant gerettet hat. Ich war dort, als ihr den Planetenfänger aufgehalten habt. Es überrascht mich, dass ihr davon wisst. Das war damals nicht allgemein bekannt. Ich habe erst viel später davon erfahren. Es geht nichts über die späte Erkenntnis, dem Verderben entronnen zu sein. Ghes hat soeben eine genaue Analyse der Ark-Baupläne durchgeführt. Und leider muss ich sagen, dass Toboro nicht gelogen hat. Die Ark wurde speziell darauf ausgerichtet, mit Isotop 5 angetrieben zu werden. Das ist die einzige Energiequelle, die dieses riesige Schiff durch Markeps Atmosphäre bewegen kann. Ich habe noch immer keine gute Erklärung gehört, was diese Substanz eigentlich ist. Was macht Isotop 5 so besonders? Es scheint eine radioaktive Variante von Illyrium zu sein, die nur in Markeps Planetenkern vorkommt. Aus meinen bescheidenen Untersuchungen geht hervor, dass es beinahe als Molekülschablone dienen kann. Isotop 5 kann in alle möglichen nützlichen Konfigurationen umgewandelt werden, auch in eine ergiebige Treibstoffquelle. Aber ich bin kein Experte. Dann brauchen wir den wahren Kopf hinter den hiesigen Aktionen des Huttenkartells, Dr. Juvat Elip Ogurob. Und wir wissen, wo er ist. Holla! Der einzige fünfmalige Gewinner des Bahodur-Wissenschaftspreises ist auf Markeb? Ihr meint, er hat die Ark entworfen? Wahrscheinlich auch diese Droiden. Dr. Ogurob hatte sich schon in dem Forschungskomplex der Zuflucht verschanzt, bevor sein Volk einmarschierte. Wenn jemand etwas über Isotop 5 weiß, dann er. Klingt, als müssten wir zur Zuflucht. Wir brauchen genaue Informationen, und zwar schnell. Ich spüre, wie sich der Boden verschiebt, während wir hier stehen. Der Forschungskomplex der Zuflucht ist eines der fortschrittlichsten Experimentallabore der Galaxis. Ein isolierter Tafelberg, der vollständig unter huttischer Kontrolle steht. Nicht auszudenken, welche Verteidigungen ein Genie wie Dr. Ogurob dort hat. Und ihr geht blind dort hinein. Es sind Datenzugriffsterminals auf dem Testgelände der Zuflucht. Versucht, in eines davon zu gelangen. Dann könnt ihr vielleicht unwillkommene Überraschungen vermeiden.
Ansonsten viel Glück. Ich verspreche, am Leben zu bleiben. Ihr werdet euch wahnsinnige Sorgen machen, während ich weg bin, oder? Ich habe mir schon wahnsinnige Sorgen gemacht, bevor ihr überhaupt auf Marcap gelandet seid. Wir haben nur eine einzige Chance. Wir können es uns nicht leisten, Fehler zu machen. Dr. Ogorop hat Wissen, das wir brauchen. Und bitte, im Namen der Wissenschaft, verletzt Dr. Ogorop nicht. Ich habe keine Möglichkeit, sein Gehirn zu konservieren. Okay, die Schwärze knacken. Wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Es ist höchste Zeit, dass ihr republikanischen Aufwiegler euch zeigt. Toboro und seine Schläger haben die gesamte Einrichtung in ihrer Gewalt. Ich frage mich, ob ihr je darüber nachgedacht habt, sie zu befreien. Wir bekommen hier kein stabiles Bild. Wer seid ihr? Und woher kennt ihr uns? Bitte, nennt mich Lippi. Nach allem, was ihr dem Kartell angetan habt, kennt euch jeder auf Marquette. Viele auf diesem Tafelberg werden zur Sklavenarbeit gezwungen. Es wäre uns eine Ehre, bei eurem Angriff zu helfen. Wir besitzen genaue Daten über das tödliche Sicherheitsnetz, das Toboro auf dem gesamten Tafelberg eingerichtet hat. Wir helfen euch dabei, es zu zerstören, damit ihr in den Hauptkomplex gelangt und wir fliehen können. Wenn ihr Informationen habt, dann gebt sie uns jetzt. Es wird bald ein ganzes Stück lauter. Ich übermittle die Daten von einigen wichtigen Zielen. Jedes wird euch eine gute Möglichkeit geben, eure Unzufriedenheit über Toboro auszudrücken. Einen Augenblick. Befolgt diese Anweisungen genau. Ihr werdet nicht nur Zugang zum Hauptkomplex haben, sondern auch Toboros Sicherheitsnetz zerstören. Wir sprechen uns wieder, wenn ihr den Eingang zum Hauptkomplex durchbrochen habt. Naja. Gut, dann. Labore von wahnsinnigen Wissenschaftlern, aber weniger. Vielleicht sehen wir ja irgendwann mal eins, das noch unter Kontrolle ist. Bitte. Okay, ich muss da hin. Hä? Ja. Was ist das denn? Riesige Tonitran-Echse. Alles klar. Wie geht denen der Charakter aus? Jetzt habe ich eine Doktor oder eine Professorin, die aussieht wie Kira. Boah, Zwillingsbruder, Zwillingsschwester. Alles möglich. Ja, dieser Geologe. So,
Scheiße, Sicherheitsturm ab. Ach, den hier. Du schnaufst schon so komisch, Exe. Ja, natürlich! Dann gehst du halt down. Okay, ich habe schon einen Boss gefunden. Oder ist hier noch mehr zu machen? Hä? Willst du mich verkacken, Mann? Waren das nicht die Türme? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Oh. Nö, ich will nicht kämpfen. Ich fahr außen rum. Die ganze Zeit die richtige Aufgabe. Da kommt der Tau frisch. Natürlich. Einer noch.
Komme ich da irgendwie anders hin? Nö. Kann ich euch wieder austricksen? Nö, kann ich nicht. Was ist das? Plattenguria. Das ist ein Mensch. Das ist ein Tier. Das ist irgendein Monster. Okay. Ach, da ist ja schon der Turm. Ja, na dann setzen wir uns mal hier hin. Mal eine kurze Pause.